Kosten des Inferno-Stein 800.036. Alter. Gut, dass das gar nicht teuer ist. Gut, dass das gar nicht teuer ist. Egal. Forschen. Abwehr. Klar. Krabbenpanzer. Das Einheitensetzen nicht teurer, wenn du sie auflöst, oder ist nur bei mehr Spieler? Nee, das ist jetzt. Moment. Kann man hier nachschauen. Aktionspunkte kostet bei Artillerie immer noch 6. Das ist entweder bei mehr Spieler oder wenn du. Ah, was ist denn? Wenn du hier Module einbaust, können die AP-Kosten erhöhen. Oder eventuelle Änderungen vornehmen. Das Aufrüsten selbst, da ändert sich da gar nichts. Es hat jetzt AP4 und wird gleich immer noch AP4 haben. Beim Multiplayer konntest du. Das ist halt. Ne, beim Multiplayer konntest du glaube ich auch nur diese Aufrüstungen reinstopfen und dadurch ändern, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Schon eine Weile her, dass wir den gespielt haben. Hast du nicht noch einen schnelleren Turbo-Modus? Level 6. Mein Lager ist gleich schon wieder voll. Lokalisierungsraum, ja. Das brauchen wir, um das Schiff zu lokalisieren, das uns schießen zu können und das uns zu beschießen. Können wir nicht einfach noch eine Rakete bauen und hier auf die Leute schießen? Ich meine, einfach mal den halben Planeten sprengen, oder? Wieso denn nicht? Zusätzlicher Modulplatz. Puh. Das dauert jetzt noch. Ah. Das Gesöff hier ist schon wieder so ekelhaft warm. Das ist doch nicht schön. Habe ich noch Eiswürfel? Ich habe mir wieder Eiswürfel gemacht, weil es wird wieder warm. Dann muss man sich wieder Eiswürfel machen. Also. Ja. Angriff plus 1 und nochmal plus 3 Lebenspunkte. Ja. Diese ganzen Forschungen, für die ich keine Zeit hatte, kann ich jetzt endlich nachholen. Und jetzt habe ich endlich gute Einheiten. Geil! Für eine Mission. Es sei denn, es geht danach noch weiter. Aber ich glaube, es ist dann so langsam. Gehen auch die Archive, wenn sie noch freispielen kann, aus. Von daher würde ich sagen, es war es dann so langsam. Oder wobei, ich müsste erst mal gucken, wie viele Archive es noch gibt. Forderung abgeschlossen. Lebenspunkt plus 3. Verbessern. Kann ich das machen oder wird das jetzt gleich problematisch? Ja, scheint zu funktionieren. Von 30. Oh. Kurz gucken, was fehlt mir denn noch? Sammeln Sie 5000 Credits, 2000 Metallen im Lager, 1000 Uran. Gehen das Spiel auch einfach normal schwer. Verlängern Sie Fall bis Level 6. Hm. Ja, so langsam war es das dann. Maximales Verbesserungslevel. Siehst du, es kostet immer noch AP4. Gut. Abwehr. Aufrüsten. Uff. Wenn ich nur mehr Geld verdienen könnte, würde tun. Aber ich kann nur eins von diesen Kackdingern halt haben. Wurde das gerade umgelegt in. Mit bei Uranmine 3, Uranfabrik 1? Ich muss da glaube ich noch was bauen. Also, Forschung ist fertig. Verbesserungsliste, Spott. Was macht das denn? So sieht Feindfeuer auf sich. Ja. Ist vielleicht ganz praktisch.
Ist vielleicht praktisch. Mal gucken. Ich muss es eher forschen, wenn ich den weiteren Scheiß erforschen will. Ich brauche einen schnelleren Beschleunigungsmodus. Das hier ist noch zu langsam. Das hier ist noch zu langsam. Oh. Forschung ist fertig. Ja, ja. Manchmal achte ich sogar drauf, was ich mache. Was ist denn jetzt noch wichtig? So, kann ich euch erstmal weiter verbessern. Mehr Modulplätze, geil. Ist alles voll. Ja, geil. Ja, Lage ist voll. Kann nur das Lager 2 ausbauen, nicht bis 3. Okay. Also Forschung ist wieder abgeschlossen. Schutz. Bewegung plus 1, klar. Besser mit dem Jeep noch ein bisschen. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um mal aufs Klo zu gehen, dann misst sich das Geld schon ein bisschen auf. Was? Barwährung. Erhöhen könnte, aber jetzt muss ich nicht. Toll. Fliegt 2. Ja, komm. Ich brauche Kohlen. Infiltration. So, Kontrollzone ignorieren. Angriff, Überfall. Modulplatz, Bewegung plus 1. Das Ding braucht einen schnelleren Schlag. Ist zu langsam. Ja, hier tut sich nichts mehr, glaube ich. Ist alles sehr, sehr blau. Alles sehr, sehr blau. Gut. Wieso kann ich das nicht gegen Geld eintauschen? Das wäre toll. Das bräuchte ich nämlich jetzt auch. Angriff plus 1. Oder geht das vielleicht irgendwie irgendwo? Das wird ein Rohstoff. Mhm. Das ist ein seltener Rohstoff, deswegen habe ich auch ständig ein Maximum davon. Ne? Verarschen kann ich mich selbst spielen. Verarschen kann ich mich selbst. Ich könnte das Lager nochmal aufrüsten. Dann kann ich noch mehr lagern. Und sorgt, dass ich nicht mehr brauche. Geil. Machen wir es halt einfach mal. Wir haben es ja, ne? So ohne Zeitdruck ist das alles viel, viel einfacher. Das hat es jetzt fast schon gebracht, dieses Aufrüsten. Aber rüstet noch auf. War das schon die ganze Zeit 610? Oder ist das so die Vorstufe vom Aufrüsten? Du kriegst erstmal so ein bisschen mehr. Fehlen dir noch 10 Einheiten. Mir fehlt noch mehr, weil ich kann ja noch Hangar bauen. Ich kann noch... Ne, ich kann keinen Hangar mehr bauen. Okay, vergiss es. Ich kann noch ein Lager bauen. Aber ich rüste jetzt erstmal alles auf, weil die Einheiten kosten ja auch wieder Geld, oder? Nee, Moment. Kosten die Geld? Nee, aber ich muss vorher noch die Fabrik aufrüsten. Dann mal gucken, was ich noch so baue. So für die letzte... Fürs letzte Gefecht. Überfall. Das hilft mir auch wieder nicht, mal rauszufinden, was das Ding macht. Ja, mal keine Hektik. Wir bauen das jetzt alles voll aus. Das kann man auch noch upgraden. Ne? Gut, dass ich das nie gemacht habe. Wäre Schwachsinn. Ich habe 3 Uranfabriken, aber nur eine. 3 Uranmine, aber nur eine Uranfabrik. Fällt mir auch früh auf. Naja. Bewegung plus 1. Ja, klar, mit dem lebt. Was hast du denn mit diesen Blaupausen auf sich? Damit kannst du Gebäude bauen. Bevor du bestimmte Blaupausen hast, kannst du das Gebäude nicht bauen. Hast du nicht aufgepasst im Let's Play? Die Gebäude aber inzwischen alle hab, ne? Sind die halt einfach noch da.
Bevor dass ich abreiße oder so. Das kann ich die abreißen? Ja, wozu? Ich habe noch genug Platz nach da unten. Maximales Verbesserungslevel. Oh, das ist jetzt schon so ein bisschen nervig, dass man das nicht schneller machen kann. Wo genau ist meine Basis? Da ist meine Basis, oder? Passiert wäre, wenn sie den Punkt eingenommen hätten? Theoretisch könntest du ja die komplette Armee neu zusammenstellen, weil ich nur Helikopter. Sieht so aus, als ob dir viele Blaupausen fehlen. Was? Wieso? Was? Wieso sieht das so aus? Was? Halte ich für unwahrscheinlich. Ich habe doch alles gemacht. Moment. Blaupausen, Lager. Lager. Wieso sollen mir da viele fehlen? Dieser Reihe 3 habe ich irgendwie nicht, wenn es die überhaupt gibt. Und Lager 3 scheint es auch nicht zu geben. Oder es kommt danach noch was. Ui. Das ist doch gar nicht der Schluss. Die wirklich mächtige Vernichtungseinheit kommt erst noch. Kommt noch eine Mission danach, Operation Pferd oder so. Wenn die schon da so das einleitet. Wahrscheinlich gehört die Basis an den Feind und dadurch, dass ich sie voll ausgebaut habe, ist sie dann besonders stark. Lebenspunkte plus 2. Ja, hallo. Das ist jetzt schon so ein bisschen scheiße. Gibt es Speed Cheat? Körper zwischendurch wieder speichern. Nur für den Fall, dass das Spiel irgendwie mal abkackt oder so. So, Kanzler gibt auch nochmal bloß 2 Lebenspunkte, klar. Und danach einigeln und alles wegballern, was kommt. Klingt nach einem Plan. Warenfabrik. Jetzt will ich nicht weiter. Alles leer. Alles leer. Fast voll, aber ist alles leer. Gut, Masini, kann ich den mal aufrüsten? Schutz. Es dauert jetzt. Du musst von dem Sonnensystem augmentiert und dort alles auslöschen. Das ist doch erst Kapitel 1. Da kommen noch 6 Kapitel. Gut, genau genommen wäre es Kapitel 2, wenn schon. Schutz. Also das mit dem Zeitlimit noch war, ne? Das ist alles noch so stressig. Und jetzt ist es nicht schnell genug. Das ist schrecklich. Noch mehr Lebenspunkte für eine Panzer. Yes. Auch wenn es nur 2 sind, das können doch schon wieder schon sein. Was machen die 8? 9, dieses fette Teil macht 9. Ne? Sagen wir mal 10. Können Treffer überleben. Boah, wobei 9, was machst du dafür? Das kann der so aushalten. 15. Ja, der kann schon Treffer aushalten. 18, wenn ich die letzte Aufrüstung noch habe. Kann ich mitarbeiten. Dass man so wenig Geld bekommt, ist doch scheiße. Vielleicht hätte ich noch nicht abschießen dürfen. Damit ich noch wenig Geld bekomme zum Forschen. Jetzt ist es spät. Ich glaube, ich habe alles schon überschrieben. Ne? Ich glaube schon.
Oh ja. Glaube ja, Konterangriff. Ah, das habe ich auch mit allen endlich mal Konterangriff. Nicht nur der Feind. Ich überlege wirklich, ob ich meine Armee nochmal komplett auflöse und neu zusammenstelle. Ich meine, Ressourcen sind und nicht mein Problem. Wo ist denn der Hangar? Was habe ich denn so? Wäre eine Überlegung wert. Ich mache Artillerie only ran. Rush jetzt. Ich rush die einfach weg mit Artillerie. Wenn ich 6 AP bräuchte, wäre das eine Überlegung. So, nochmal 3 Lebenspunkte draufgelegt. Das kostet hier das Upgrade 1200. Uff. Das ist doch verrückt. Verrückt ist das doch. Brauche ich dafür noch irgendwelche speziellen Sachen? Extra Panzerung. Plus 3, aber AP kosten auch plus 1. Kann ich noch ein paar coole Dinge bauen. Oh, guck mal, meine Artillerie kann über die gesamte Karte schießen. Geil. Ich fürchte nur, das wird nicht funktionieren im Spiel. Aber hey, ich habe jetzt schon zweimal Unterstützung und so. Ne? Ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Was habe ich noch für Unterstützung? Reichweite habe ich noch mal erhöht. Jawohl. Uff. Das ist der spannendste Teil vom Spiel. Ich muss endlich mal mein Let's Forge bei Warzone 2100 machen. Vielleicht soll ich das morgen machen, statt Delver und DOS-Spiele sortieren. So als Geburtstagsspecial. Alles aus Warzone 2100 erforschen. Klingt nach einer tollen Sache. Würde ich mir angucken. Würde ich mir definitiv angucken. Klingt spannend. Will ich mir sogar zweimal angucken. Aber mal so ein 10 Stunden Forschungsvideo hochladen. So, Angriff plus 1. Wenn ich das alles erforscht habe, taugen die Einheiten vielleicht sogar was. Verrückt. Kann man sich kaum ausdenken. So, was kostet ein Schacht? 2,4 und dann wahrscheinlich 4,8 oder so. Uff. Das ist auch komplett nutzlos, die Dinger. Schön. Wo ist der Modulplatz? Klar. Mehr Module. Ist okay, dass ich einfach gegen Geld eintauschen. Meinetwegen auch ein Verhältnis 1 zu 10. Ein Geld für 10 Ressourcen. Das wäre echt praktisch. Komm, du gehst nicht ein bisschen schneller. Vielleicht, wenn ich irgendwo wild drücke. Lebenspunkte los 3, klar. Dann überleben sie vielleicht sogar mal eine Runde. Curse Warzone mit Hardcore-Mod spielen. Hatte ich das nicht schon mal angespielt mit Hardcore-Mod? Ja. Das war das, wo alle Einheiten so absurd viel aushalten dann, ne? Und so nicht so absurd viel auch ist. Das war viel, ne? Das war einfach nur viel. Bin ich ja skeptisch, ob man das überhaupt schaffen kann. Reichweite plus 1, jawohl. Das hätte ich vielleicht früher gebrauchen können, als ich zum Beispiel die Mission hatte mit den Türmen. Haar im Gesicht, in meinem Auge. Sehr hässlich. Das ist ein sehr hässliches Haar. So, ich könnte bald das Labor noch aufrüsten. Ich habe ja ein bisschen Geld über. Wie kann ich davon überhaupt lagern? Stehe nicht da.
Du schaffst alles. Du wirst mich nur schreien hören, das ist doch die Wahrheit. Ja komm, löst mal alles auf. Was soll der Geiz? So, verbessern, ja bitte. Verbessern wir den ganzen Kack mal noch. Hinzufügen, Reichweite von allen. Benutze ich zwar alles nie, aber hey. Kann man schon mal machen. Vielleicht benutzt es ja noch so in der letzten Mission. Nochmal so ganz tack.